Hallo zusammen. Ja, ich bin jetzt auch auf Tinder. Schaue mir gerade eine Kontaktanzeige an, was die Weiblichkeit so schreibt. Ja, los geht's. Frau Beate schreibt, 32 Jahre jung. Ich suche einen Mann für das ganze Leben. Oh, Beate, das ist mir zu lange. Das ist zu lang. Da habe ich ja für mich gar keinen Freiraum mehr. Na, das tut mir leid. Ja, als nächstes. Ich bin die Sabine. Bin tierliebend. 22 Jahre jung. Ich wünsche mir ein großzügiges Schätzchen, das mir jeden Wunsch von den Augen abliest. Haha, Sabine, du gehst aber ran. Da ist ja noch ein Hund auf dem Bild. Ja, Sabine, dann du, der Hund und ich, der Dritte im Bund. Nein, 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 das ist nichts für mich. Na, so eine Art Dreierbeziehung, na, bin auch tierliebend, ja, aber sowas zu dritt, das wäre nichts für mich, ne. Ne, tut mir leid. Sieht nett aus, aber es geht nicht, ne. Wen haben wir da noch? Ah, Frau Ute. Ah, das ist interessant. Frau Ute schreibt: Ich suche einen Mann zwecks Partnerschaft, der attraktiv, höflich und eine anständige Ausbildung vorzuweisen hat. Außerdem sollte er sich in einer guten finanziellen Lage befinden. Was erwarte ich noch mehr von diesem Mann? Er sollte ein Liebhaber von einem guten Gespräch und von Spaziergängen in der freien Natur sein. Und ich habe auch gerne einen Partner für Theaterbesuche, mit dem ich danach darüber reden kann, bei einem Glas Wein. Was wünsche ich mir nicht bei einem Mann? Ich wünsche mir keinen Schluckspecht, keinen Bartyp, keinen Raucher. Schnurrbart und Brillenträger sind nicht erwünscht. Und ich wünsche mir auch keinen Partner mit Glatze. Ein jugendliches Alter bei einem Mann wäre für mich nicht problematisch. Und man sagt mir, dass ich immer noch eine gut aussehende Frau von 64 Jahren bin. Oh, Ute, Ute. Und man sagt mir, dass ich immer noch eine gut aussehende Frau von 64 Jahren bin. Mensch, Mensch. Also, wir beide kommen leider nicht zusammen, liebe Ute, weil kannst ja auch noch sehr gut aussehen, aber du bist mir einfach zu alt. Ja. Aber ich wünsche dir deinen Traummann, der zu dir passt. Ja, das wünsche ich dir. Ja. Ja, Freunde, das war schon wieder für heute. Heute war für mich nichts dabei, aber ich versuche es schon wieder mal beim nächsten Mal. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja. Tschüss, macht's gut, euer Franz Schiffmann.